Ein netter Kollege ist ein guter Kollege. So, und jetzt will ich hier reinfahren. Ich kann euch ja mal nachher unser Fahrerprofil. Ich habe ja ein extra Fahrerprofil für uns angelegt. Da könnt ihr nachher sehen, wie scheiße ich fahre. Also insgesamt die Strecke, die wir gefahren sind, und unser Fahrverhalten wird dann gewertet, und dann kommt das nicht raus, lebensgefährlich. Und das nehme ich momentan bei uns ja als Kompliment an. Das ist ja auch was Schönes, lebensgefährlich. Braucht man kein Grab mehr. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hey, Alter. Hey, Alter, kannst du auch Deutsch? Hey, Alter. Hey, Alter. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Hier hat deine Tageskarte, Alter. Tschüss. Ah, der geht schon ganz schnell weg. Alter, ich bin noch ganz jung. Alter. So, und jetzt muss ich ein bisschen aufs Gas drücken, denn wir haben schon ein bisschen Verspätung. So, das wird sich auf unserer Fahrakte negativ auswirken, wenn ich jetzt hier von Vollgas gehe. Nächster Halt, Rahnstraße. So, langsam weiter vorfahren. Ah, das ist ja nett. Ja, und jetzt könnt ihr ruhig sagen, dass ich Vollgas gebe, denn ich gebe auch mal Vollgas. Ich hoffe, ich komme mal hier. Alter, aber will ich nicht so schlimm? Ja, ich habe den Führerschein gewonnen. Hast du was dagegen? Kannst aussteigen übrigens. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein. Danke. Einmal nach Hause bitte. Ja, so, wo ist denn zu Hause? Also für 2,70 bitte. Für 2,70, was weiß ich, für 2,70 mal. Oh, wir sind wieder so in einigermaßen pünktlich Rahmen. Ich hab Vorfahrt. Nächster Halt, Kölner Straße. Ah, oh, komm mal gleich der Kölner Wohn vorbei. Ne, jetzt müssen wir Hurau. Ich schätze mich eigentlich fiktiv, also unrealistisch oder real. Oh, sorry. Guten Tag. Hallo, Kurzstrecke. Kurzstrecke, weil die Kurzstrecke ermäßigt hier für 2, für 1, ja. So, ne? Gut. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Guten Tag. Ich bin der Rudolf. Danke. Und ein Gruß an den Rudi. Na, deine Frau Rudi. Oh, Spaß. Eine normale Fahrkarte hier, so. Was ist falsch? Weißt du was? Haben Sie schlechtere Augen wie ich? Das ist falsch. Das war richtig. Hallo? Hallo? Was? So, ah. Hier. Bitte schön, junger Mann. Bitte. Danke, dass Sie mich hingewiesen haben und so ruhig geblieben seid. Ja, ich glaube nicht, dass sie lange lebt. Mit meinem Fahrstil. Ah, was für ein Stau hier. Das, also ich aufwirken auf meine Framerate. Das war so meine FPS. Ach, übrigens, kann sein, dass ich ein bisschen mehr leg, denn ich bin momentan noch was am Download. Nächster Halt, Astrid Lindgren Schule. Oh, Astrid! Ja, es wirkt sich positiv negativ auf. Der Stau und das der Download. Ein bisschen negativ. Außer noch Taxi Grün. Ja, okay, da stimmt. Okay, gerade eben hat es ein bisschen gelegt. Oh, hier ist 30, ja, ich war 23. Hallo. Meine Güte, ist hier in Not, geht die Welt unter? Oder was hier? Dö-dö-da-da, überall tatütata. Aber die zu inkompetent dafür sind,
sind sie wirklich. Die ist zu blöd hier reinzufahren. Da muss man als Bus Rücksicht nehmen, weil die zu blöd sind. Soll ich die schnell von der Spur machen, weil der zu blöd ist? Ah, der ist sogar an, das ist ja nett. Nächster Halt, Seestraße. Hat er jetzt eigentlich Vorfahrt? Das ist mega. So halten wir uns mal die Verkehrsordnung. Oh, ist nicht ein schöner See. Ich muss jetzt anhalten. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal Kurzstrecke. Gut. Na. So. Also ich wundere, wenn jetzt hier ein Schnitt kommt, ich werde hier irgendwo einen Schnitt machen, denn ich werde das jetzt, ich werde jetzt keine 45 Minuten hochladen, weil die Wahrscheinlichkeit eher mal größer ist, dass er mehr 15 oder 20 Minuten Videos schaut. Kann ich aber auch verstehen, denn wer, ich schaue mir selber keine 45 Minuten Videos an. Oh, wie sanft ich fahre, ist das nicht einfach traumhaft? Und schon wird's grün, das ist doch schön. Ich wusste gar nicht, dass ich hier links abbiegen muss. Okay. Oh, ich glaube, das ist gleich fertig. Also ich denke mal so, ich werde so, wenn das ungefähr 30 Minuten sind, werde ich dann immer 15 Minuten Platz machen. Die war grün. Die war grün, ihr seid gleich meine Zeugen. Wir sind die 177. Dann schön die Augen aufhalten für die 177. Ah, das tut halt. So, Ruhrmitte, das ist. Hallo. Ja, okay, dann würde ich sagen, dass ich hier einen kleinen Cut mache. Bis demnächst. Also wenn nicht, dann tut's mir leid. 71. So. Hm? Dankeschön. Bitte. Und für die, die jetzt neu dabei sind, wenn ich einen Schnitt gemacht habe. Herzlich willkommen hier bei Homsee 2. Hier ist der zweite Teil. Wir sind hier in dem Mercedes-Benz GN2. Und jetzt geht's weiter. Ich weiß, dass ich ein bisschen Ubis fahre. Das ist aber Standard bei mir. Nächster Halt, Ruhrauton. Lass mir die Finger mal vom Handy hoch. Das ist ja unglaublich. Oh ja, ich hab ja mein NG in der Hand. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ja, und ich hab meinen Führerschein gewonnen. Was willst du jetzt dagegen machen? Zur Polizei gehen? Ey, da hat der Führerschein gewonnen. Ich will auch Führerschein gewinnen. Ja, geil Deutsch gewinnen. Hallo. Ich spule mal eine Minute Hallo. Vor. Geil, das ist ja, obwohl das eigentlich ganz simpel gemacht ist. Ich will euch aber nichts sagen, wie. Das könnt ihr selber herausfinden. Damit es nicht so langweilig ist, fahre ich jetzt auch schon los, obwohl ich hier eigentlich noch eine gute, schöne Pause machen kann.
So, ich bin so freundlich und lass dich vor, also fahr vor. Transporté, französisch, MR-Transport. T. Hörst du das E? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es ist so schwierig. Dankeschön. Bitte. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Eine Kurzstrecke für der kleine Willi. Das ist jetzt irgendwie passend. Oh, ich darf jetzt hier auch ein bisschen warten. Was machen wir in der Zeit? Ich schau mal hier, was die hier mit dem Bus machen. Wir können hier den Sitz nach vorne und nach hinten bewegen. Ich kann nicht mehr. Wir können den ablassen. Wir können den. Oh, jetzt kommt schon nicht mehr dran. Und jetzt komme ich nicht mehr dran. Hab ich doch gemacht. Jetzt sitze ich hier ganz schräg und falle die ganze Zeit runter. Habe ich doch gemacht. Finde ich auch. Ist ja gerade rückwärts gefahren. Wo war der denn? Aber sofort! Puh, wo war der? Ich habe doch gerade gedacht, der wäre vorbeigefahren. Ja, okay. Wer schläft, der war früher auf. Das hat gerade so viel Sinn gemacht wie gar nichts. Und ich fasse einfach mal mit 70 hierher. Das ist ja auch geil. Das Busgetriebe versagt einfach. Und wer will auch aussteigen? Na, ihr habt doch alle keine Eier. Also sind wir den ganzen Tag. Man nennt auch so etwas Tagesticket, aber okay. Dankeschön. Einmal nach Hause bitte. Achso, also für 2,70 bitte. Also dann nimmt man auch ein normales Ticket. Ich weiß nicht, was die für eine Krankheit haben. Und danke um sie. Alex, bitte macht keine Ansagen mehr. Ansage! Okay. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Sie können umsteigen auf die S-Bahn, auf die normale Linie und nach überall eigentlich. Grüner wird's nicht! Schlaftablette.
Oh ja, wir waren überall ganz gut drin und das war's, Männers oder Frauen oder Dudes, ich sag einfach mal Dudes. Bis demnächst, das nächste, das sag ich euch einfach überraschend, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wenn es euch auch sehr gut gefällt, dürft ihr das Video auch gerne teilen. Bleibt überschön fresh und dann sage ich bis demnächst, euer GameDude Simon.